Mein Name ist Klaus Volt, ich komme aus Westerrönfeld. Meine Freizeitaktivitäten gestalte ich überwiegend in der Niederdeutschen Bühne Rendsburg als aktiver Schauspieler. Weiterhin engagiere ich mich im Westerrönfelder Sportverein seit über 50 Jahren. Dazu dann mein Engagement in der Kirchengemeinde Westerrönfeld, wo ich einmal im Vierteljahr eine kleine Geschichte schreibe, unter anderem die heutige Urlaub wie Oma und Opa. Kinderurlaub wie Oma und Opa zu Hus. Unseren Urlaub in Österreich, der ich schon ab von vertellt, wäre wunderbar. Als wir zu Hus wären, rät mich doch da an. Sie wohl fährt ein Dorf Urlaub bum, wie uns in Westerrönfeld mit den Kindern. Ja, was schaffst du da wo zu sein? Chlor, kommt man her, nicht? Das will wir kriegen. Ich muss ingestohen, dem ersten Arbeit habe ich mich früh davon, nicht? Denn da wäre schon Hotel Mama an sich. Wir haben uns mental darauf vorbereitet. Ist schon nicht so einfach mit Feiern mit mir, ich tue es halt. Da fangst du an, jeden Tag mit den Enkelkindern, 10 und 8 Jahre alt. Am ersten Morgen am Frühstückstisch fragte mein Enkelsohn Hannes: Opa, stimmt das, dass du hier der Chef bist? Ich antworte ihm: Johannes, das stimmt, so ist das. Bitte ob das, was Oma bestimmt hat, so war das Buck. Dort lebt eins best. Wir haben goldet Wetter und so können wir auch nur Äckern Feuerton Boden fahren. Der Ostsee wäre ja für die Kinder doch ein bisschen was anderes als nur eine Bodeanstalt. Der Öland wären zwei doch mit Schiff nach Oslo. Ich habe die Kinder die großen Passagierdampfer in Kiel wies. Ha, der oben wohnt schon mal Skrötter. Ist doch ein bisschen was anderes als bloß die Kähne auf der Neckar. Wie habt denn für die Kinder eine große Radtour gemacht? Bei jedem steht Rundebusch, Affenwildemoor, nur den Utsichtsturm. Ich habe gedacht, wir können dort performen sehen. Aber eins wird still. An einem Tag kam Nede zu mir hin und sagte: Opa, weißt du was, wir wollen gern Olympische Spiele machen. Kannst du uns so behöben? Ja, wir haben den klassischen Dreikampf gemacht. Lumpen, Springen, Schlagball, Wiedwurf. Ich hab mir 3 Medaillen geholt, die ich mit Handballspiel gewonnen habe. 3-mal Landesmeister, ja. Liebe Leute, ich sag euch, das wäre ein Wettkampf. Da ging das um Zentimeter, um Meters und um Sekunden. Ein Podest hätte noch gut für die Siegerehrung. Als sie da so auf Podest stunden, sah mein Enkel Hannes: Opa, wir möchten nur aber auch die Nationalhymne singen. Gläuft das oder gläuft das nicht? Wir haben bei uns in Goan gesungen Einigkeit und Recht und Freiheit. Wir legen Schuhe über den Rüch. Das wäre mein Schuss so, als in mir Jugendtieb auf dem Turnerplatz in der Hobenstrot. Mit Brotwurst und Saft ging ein wunderschönes Dach zu Ende. Mein Frau und ich werden stolz auf uns Kinder und danken uns dem Herrgott dafür, dass wir das alles mit uns Kinder beleben können. Ich wünsche you, liebe Leute, auch so schöne Belebnisse, dass sie die haben. Das wäre die Geschichte.